Das nächste Thema, Keba. Wir haben den Herrn Christian Gabel, der ist Vice President Automation bei Keba. Und Keba war vielleicht gleich als Start mal eins der Unternehmen, die bis zum Schluss gesagt haben, ja, wir bleiben dabei, wir gehen auf die Messe. Ich habe noch am Freitag mit dem entsprechenden Marketing-Ansprechpartner gesprochen und einen Termin nochmal fixiert. Aber es ist eben anders gekommen. Aber vielleicht eine kurze Startfrage an Herrn Gabriel. Wie viel Messestand steht denn heute noch? Haben Sie da einen Überblick? Also aus meiner Sicht ist es so, der Messestand grundsätzlich, der wäre so groß gewesen wie noch nie. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch daran festgehalten und auch gehofft, dass wir teilnehmen können. Und es ist natürlich sind jetzt die Infektionszahlen einfach so in die Höhe gegangen, dass wir das absolut verstehen, die Entscheidung, und geht leider nicht anders. Ja, das Leben ist, wie es ist. Ich habe aber in der Vorankündigung gesehen, Sie haben da ganz spannend gesagt, Sie hätten den präzisesten Roboter der Welt. Was hätte es denn damit auf sich gehabt? Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Es ist so, dass wir eine Partnerschaft mit NABTESCO haben, und die Genauigkeit vom Roboter ist ja von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Und ein Faktor davon ist das Getriebe. Und was wir durch die Partnerschaft bekommen, sind einfach Daten von den Getrieben an sich und können somit einfach die Robotergenauigkeit um ein Vielfaches erhöhen. Details dazu würde jetzt auch den Rahmen sprengen, aber wir haben einen sehr, sehr spannenden White Paper dazu veröffentlicht. Dazu einfach bitte Keba und Block googeln, und dann ist der erste Artikel über genau dieses Thema. Was ich spannend finde, ist einfach, dass neue Anwendungen wie 3D-Druck, 2D-Laser-Cutting, alles, was vorher eigentlich nicht möglich war, in Kombination mit unserer Steuerung komplett neue Möglichkeiten ergibt. Sehr interessant. Ein weiteres Thema, wofür Keba auch ein Stück weit in letzter Zeit bekannt ist, ist eine Automatisierungsplattform Kemro X. Wurde dort sicherlich auch ausgestellt oder wäre ausgestellt worden. Was hat es damit auf sich? Grundsätzlich kann man so erklären, CamroX ist die komplette Automatisierungsplattform vom Keba. Da sind alle Produkte drinnen, von unseren mobilen HMI-Geräten bis hin zu unseren Steuerungen, bis hin zu unseren Drives. Und sage jetzt einmal, der ganze Messestand wäre so aufgebaut gewesen, dass wir einfach unterschiedliche Themen dort besetzen. Sage jetzt mal, im Wesentlichen kann man unterschiedliche Produkthighlights hervorheben. Connectivity-Themen haben wir verbessert, einfach dieses Thema Easy to Use, dass wir HMI-Geräte direkt an unterschiedliche Fremdsteuerungen anbinden können. Mit dem Fokus Start Small, Think Big. Du kannst mit Keba alles lösen als Fullliner, aber wenn du jetzt einmal mit der Visualisierung starten möchtest, haben wir die Anbindung an die unterschiedlichen Steuerungslieferanten. Genau das gleiche Thema auch bei den Drives. Dort dieses Ident. Auch dort haben wir die Connectivity verbessert, um uns an Fremdsteuerungen anzubieten. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Und hinter dem Thema Camro X, das ist nicht nur die Produkte für sich, sondern es ist auch die unterschiedlichen Branchenlösungen, die wir besetzen. Es ist ja so, wir sind ja der Branchenexperte. Wir sind Robotik-Spezialist, wir haben 2D-Laser-Cutting, wir haben unterschiedliche Lösungen für die Intralogistik und gehen dort wirklich in die Tiefe. Und das Schöne daran ist, dass jetzt unsere Kunden aus diesem großen Portfolio von unterschiedlichen Apps einfach zusammenbauen kann, wie er es braucht. Und somit können wir einfach für die Kunden sehr große Flexibilität darstellen. Und last but not least ist das Thema Digitalisierung. Auch dort bieten wir dann Pakete in diesem CamroX-Paket an also das ganze Thema Datenökonomie, sammeln, bewerten und dann einfach analysieren und dann nächste Schritte, um einfach dann Lösungen mit den Daten anbieten zu können. Spielt da, wenn ich kurz dazwischen fragen darf, das Thema KI, künstliche Intelligenz, auch eine Rolle? Natürlich auch dort hätten wir eine Demo gezeigt. Also das Thema KI ist ja, sage ich jetzt mal, immer Use Case spezifisch. Also was wir dort gezeigt hätten, wäre unsere eigene Hardware, mit der wir auch KI-basierte Berechnungen durchführen können. Das ist ein sehr performanter Rechner. Was wir anhand von einem Use Case zeigen, wo wir quasi ohne dass man den Roboter trainiert, einfach mit einer einfachen User Interface, mit einer App kann man sagen, okay, wähle zum Beispiel einen Apfel aus einer Kiste mit Obst aus und dann
lege ihn in die richtige Kiste ab. Und den Weg dorthin bestimmt aber schon die KI dahinter. Und das ist aus meiner Sicht dieses ein Use Case, was wir dort auch auf der Messe ein bisschen spielen wollten, ist einfach ins Gespräch gehen mit den Kunden und einfach herauszufinden, in welche Richtung denken die Kunden, wo kann man diese Hardware einsetzen, um einfach dann, sagen wir, diese Rechenpower auch lokal zu nutzen und nicht unbedingt die Rechenpower in der Cloud nutzen muss. Sehr schön. An der Stelle möchte ich vielleicht sogar noch ganz kurz den Kai dazu bitten. Ihr habt nämlich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch schon mal einen Podcast gehabt und plant da sogar noch mehr, oder? Ja, Christian, guten Morgen erstmal. Guten Morgen, Kai. Genau. Ja, ich glaube, wir sollten das mal erzählen. Wir haben einen Podcast gemacht, ist noch gar nicht lange her, und vor 2-3 Monaten. Und haben da eigentlich gemerkt, vielleicht, ne, so lange ist es noch gar nicht her, im September, glaube ich, war es. Und haben so im Gespräch gemerkt, haben Christian und ich so gesagt, eigentlich müssen wir diesem Thema Engineering Pain Points mal ein bisschen größeren Raum geben, denn das ist ja das Thema gewesen. Und wir haben so gemerkt, wie sehr das gar nicht funktioniert, das in einer Sendung zu behandeln. Da machen wir eine kleine Serie drauf. Oh, jetzt kriege ich einen Kaffee gebracht, das ist ja total nett. Ach, da ist aber jemand sehr aufmerksam. Also irgendwie guten Morgen. Ne? Also, ja, wir wollen es ein bisschen ausführlich machen, oder Christian? Ja, ich freue mich drauf. Also ja. Ich hätte gehofft, dass wir uns sehen auf der Messe, dass wir dann auch die Details abstimmen können. Aber es gibt viele Themen, die man da hier aufarbeiten kann, und bin sehr gespannt. Ja, es wird um Sachen gehen, die wir auch im Podcast schon angesprochen haben, aber ein bisschen ausführlicher, glaube ich, nämlich Hochsprachenprogrammierung versus IEC 6F31 Sprachen. Ja, solche Sachen wie, wie bindet man moderne Technologien ein? Alles, was Cambrew X auch hergibt, nicht wirklich fokussiert auf Cambrew X, aber Cambrew X deswegen, weil das ist irgendwie euer Vehikel, an dem ihr euch entwickelt sozusagen. Und da liegt es natürlich nahe, solche Sachen wie Robotik-Integration. Ganz, ganz richtig. Cambrew X ist noch mehr. Unser Thema, was wir haben, ist eher das Digitalisierungsthema, ein Schwerpunkt Zukunft. Und ich gliedere es immer gerne auf in dann Smart Factory, Smart Engineering, Smart Technology, um einfach dort ein bisschen Struktur in dieses wirklich, wirklich breite Thema reinzubekommen. Genau. Und genau, dort werden wir dann auch die Schwerpunkte setzen. Genau, ich glaube, kann man sich darauf freuen und ist über alle üblichen Plattformen gestreamt. 5 Minuten Automatisierung, wer es noch nicht kennt, ja, über die üblichen Plattformen Apple und Deezer und so weiter. Ja,